Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal Casali Schokobananen XL Sherry probieren. Extra fruchtig. Natürlich mit Chiquita-Bananen. Naja, wollen wir hoffen, dass es auch das drin ist, was draufsteht. So, gucken wir uns jetzt erstmal die Nährwerttabelle an. Also, die Nährwert, 100 Gramm enthalten, Brennwert, 364 Kilokalorien. Hui. Dann geht's weiter mit Eiweiß, 1,5 Gramm. Und dann kommen wir zu den Kohlehydraten mit 66,9 Gramm. Mein lieber Schwan. Und ein Fettanteil von 9,6 Gramm. So, was ist denn drin? Also, Bananenschaumzuckerware, 52% mit Fruchtgelee überzogen. Mit Schokolade 25%. Zutaten: Zucker, Glukose, Fruchtsirup, was? Kakaomasse, Bananenmark 8% im Schaum, Kakaobutter, Sauerkirsch. Saftkonzentrat 12% im Gelee. Fruchtheitmittel: Sorbit, Traubenzucker, Säurungsmittel, Zitronensäure, Geliermittel, Agrar, was immer das auch ist. Gelatine, natürliche Aromen, Emulatoren. Sojalecithin, Farbstoff, was? Curicum, Weizenstärke, kann Spuren von Milchbestandteilen enthalten, bei Zimmertemperaturen trocken lagern. Ah, ja, wenn einer das weiß, was hier dieses Geliermittel Agrar sein sollte, kann es ja gerne unten in die Kommentare schreiben. So, jetzt machen wir das Ganze mal auf. Wo geht's auf? Aha, hier geht's auf. Wow, das sind große Teile. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Moment, da muss ich jetzt schnell einen Teller holen und mein Messer. So, ja, leider jetzt auf die Schnelle einen tiefen Teller. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Aha, hier ist also das mit den Bananen. Ja, sieht irgendwie auch wie Gelee aus. Hier ist dieses Kirschfruchtgelee und drumrum ist dieser Schokomantel. So, jetzt werden wir mal ein Stück probieren. Ja, wie sollte es anders schmecken? Oh Wunder, es schmeckt, ihr werdet es nicht glauben, nach Banane und nach Kirsch. Und ein bisschen Schokolade schmeckt man auch. Ja, also was soll ich sagen, die schmecken, ja, sie sind nicht zu süß,
und schmecken eigentlich recht gut. Doch ja, also die schmecken wirklich recht gut, kann man nicht anders sagen. Die kann ich also ruhigen Gewissens weiterempfehlen. So, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja wieder einen Daumen hoch. Könnt, wenn ihr wollt, mich auch abonnieren. Ihr könnt mich auch auf Facebook besuchen und besucht mich auch auf meinem Zweitkanal. Die beiden Links stehen beide unten in der Infobox, sind auch beide auf dem Kanal abzurufen. Und das war jetzt erstmal dieses Video. Seid gespannt, was das nächste Mal kommt. Und tschüss.